Leute, wie versprochen, gibt es heute Informationen zum Ranked-System für Xdefined, auch wenn es noch nicht draußen ist. Aber die Information ist sehr, sehr interessant. Und ich habe nochmal Skill-Based Matchmaking-Informationen für euch. Und da hat Xdefined einfach allen anderen Shootern oder den, sage ich mal, beliebtesten Shootern einen großen. Schritt voraus und die sehen einfach etwas, ein Feature des Matchmaking halt, was einfach in Public Games nichts verloren hat. Eine große Diskussion, die es in Apex Legends gibt, in Call of Duty seit Ewigkeiten sowieso und dass die Publisher es einfach nicht begreifen, dass in Public Games dieser Mist nichts verloren hat. Dazu sind die Ranked Playlists, um gegen gleichwertige oder stärkere Spieler zu spielen. Und das Matchmaking in Public Games einfach nichts verloren hat und wir gegen alle Arten von Spielern kämpfen möchten. Schlechter, besser, ein Mix, keine Ahnung. So wie man das früher aus den ersten CODs eben so kannte. Und das ist einfach mal eine richtig geile Sache. Wir reden jetzt aber erstmal über das Ranked-System. Das wurde nämlich jetzt äh, jüngst veröffentlicht, vor wenigen Tagen. Wurde wohl bestätigt, dass das rank system wenn es dann rauskommt, das soll mit dem Battle Pass für Season 0. Also, es ist glaube ich die ersten Tage nicht gleich verfügbar. Es dauert dann nur noch ein paar Tage und dann soll das rank system dann auch schon draußen sein, wenn natürlich das Spiel endlich mal released wird. Angeblich laut Leaks habe ich im letzten Video gesagt, der 15. April. Warten wir mal ab. Ich weiß nicht mit Stand jetzt, wo das Video rauskommt, ob dann, weil ich es vor einigen Tagen vorproduziert da gab es das Statement von Mark Rubin, dass es in den nächsten Tagen ein Update geben wird. Also stand jetzt, kann ich euch nicht sagen mit Release des Videos, ob dieses Statement schon am Start ist. Also soll im Ranked-System ein 4 gegen 4 sein. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, was ein 6 vs 6 in. Public Games, ich glaube ja, 5 gegen 5 oder 6 gegen 6, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es soll wohl ein 4 gegen 4 sein und es wird das Feedback abgewartet der Community und sollte 4 gegen 4, was ich, sich einfach nicht profilieren, weil es zu wenig sind, äh, dann kann das sein, dass die Menge der Spieler, also 5 versus 5 oder 6 versus 6, dann vielleicht angepasst wird. Und das finde ich eigentlich ganz geil, das Statement, dass die Community da schon ein Stück weit mit der Reaktion auf das rank system eine gewisse Entscheidungsmacht. Hat das Spiel ein bisschen für die Community zu ändern, und auch hier wird es nochmal bestätigt, Matchmaking wird da nicht drin sein. Und auch Mark Rubin hat jüngst nochmal beim letzten Video. War der Post auch vom 23. März erst relativ frisch. Auch hier hat Mark Rubin noch mal bestätigt, dass Skill-Based Matchmaking in dem Public ähm, Matches nicht drin ist und auch nichts verloren hat. Und das ist ein Fakt. Spiele wie Apex Legends COD und keine Ahnung, welche beliebten Shooter diesen Mist noch drin haben, machen sich kaputt mit diesem absolut... System. Ich weiß, es gibt einige von euch, die sagen, ja, kann man schon drin haben. Ich will die ganze Zeit ja auch nicht gegen irgendwelche Noobs spielen. Es geht ja mehr oder minder darum, dass die Wahrscheinlichkeit auch einfach mal da ist, dass man auch mal schlechtere Spieler hat, damit man auch mal wieder ein Erfolgserlebnis spürt. Und das ist in Spielen wie COD oder Apex zurzeit in Public Games ein absoluter Krampf. Natürlich muss es auch mal sein, dass du gegen absolute Hardcore-Spieler äh, kämpfst, weil die sind genauso. Ähm, berechtigt im Public Games dir mal den Hintern aufzureißen und auf solche stößt du halt auch mal. Es muss ein gesunder Mix sein und so muss es einfach funktionieren. Leute, das war das nächste Xdefine-Video und in dem nächsten wird es voraussichtlich ähm, Inhalte zu Season 0 bis Season 4 geben oder Season 1 bis Season 4, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also bleibt dran, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder drei, und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.